Spiel auf die neue Saison. Ich stehe hier mit unserem Cheftrainer André Pavlak. Die SG Wattenscheid 09 und Preußen Münster trennen sich 2:2 in einem Vorbereitungsspiel, das am Ende hin noch mal richtig turbulent wurde, nachdem es lange Zeit relativ ruhig war auf dem Platz. Wie hast du das Spiel gesehen über die 90 Minuten, André? Ja, ich glaube, dass erstmal beide Mannschaften schon auch mit den Temperaturen zu kämpfen hatten. Wir natürlich ein bisschen mehr, weil wir einfach von vorher, also stand ja zwei Wochen hinter dem liegen, was Münster hat. Das war zu erwarten, dass wir in der ersten Halbzeit auch unter Druck geraten, auch ein bisschen tiefer stehen müssen und viel laufen müssen. Das hat man auch gesehen. Also richtig zwingende Chancen gab es da nicht. Zwei Situationen, wo Frontschick klären musste. Ja, wir hatten auch die eine Situation nach vorne. Ne? Als wir die Kontersituation hatten, Kopfball Grembowitz. Ja, ich war durchaus zufrieden in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit fängt natürlich denkbar schlecht an, muss man sagen. Das war einfach ein Abstimmungsproblem zwischen Melchner und Rathmann. Darf so natürlich nicht passieren. Lässt den Gegner ein und danach war es eigentlich, wie du schon sagst, ging es nicht mehr so wahnsinnig viel hin und her. Aber Münster hatte auch nicht die großen Torchancen. Wir haben trotzdem immer dran geglaubt. Wir haben die letzten 10 Minuten dann die Order rausgegeben, dass wir vorne attackieren, dass wir Pressing spielen wollen. Ja, daraus resultiert die Ecke. Dann auch das Tor beim 2-1 und bei dem 1-1 in dem zweiten Ball. Das war alles gut, also hervorragend. Das Ende war natürlich schade. Ich hätte mir dann gewünscht, dass wir das Ding nach Hause bringen. Aber oft so ist im Fußball, kurz vor Schluss, machst du 2-1. Denkst vielleicht irgendwie, das Spiel ist gewonnen und passt dann einmal nicht auf und so war's. Dennoch haben wir wieder mal einen klassischeren Gegner in die Stirn geboten, wie schon Fortuna Düsseldorf mit der 0:2-Niederlage. Heute unentschieden gegen eine Top-Mannschaft aus der dritten Liga. Kann man eigentlich mal mit nach Hause nehmen und zufrieden sein unterm Strich, oder? Definitiv. Also absolut. Wir sind sehr zufrieden, muss man schon sagen. Man hat schon gesehen, dass wir auch gegenhalten können. Die zweite Halbzeit haben wir ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, sodass man sagen muss, dann muss man jetzt die gute Mischung finden für die Meisterschaftsspiele. Aber wir sind durchaus in der Lage, da mitzuspielen und technisch sowieso auf jeden Fall. Uns wird das Körperliche dann eher die Probleme bereiten, aber da sind wir dran, das aufzuarbeiten. Dann wird das schon zum ersten Spiel.
Die nächsten Spiele auf fremdem Terrain, am morgigen Sonntag bei Germania Ratingen, dann beim FC Krai und am kommenden Wochenende Turnier in Hassel. Drei Wochen sind noch bis zum Ligastart. Reichen die drei Wochen aus, die Mannschaft in die Spur zu bringen, oder findest du, dass die Vorbereitungszeit ein bisschen zu kurz ist? Nein, überhaupt nicht. Also das wird reichen. Im Großen und Ganzen sind wir eingespielt. Ja, wir haben 18 Spieler aus dem Kader dabei und die 5-9, die kriegen wir gut eingebaut und auch schnell eingebaut. Das sieht man ja auch in den Spielen schon. Nein, das wird sicherlich keine Ausrede sein für uns. Alles klar. In dem Sinne wünsche ich dir weiterhin frohes Schaffen in der Vorbereitung. Schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen, ja, und an die Geräte nach Hause. Alles Gute. Bis in wenigen Augenblicken.